Liebes Publikum, wir möchten euch ganz herzlich begrüßen zu unserem heutigen Vlog. Wie ihr seht, es gibt zwei Neuerungen, die wir ganz kurz erklären möchten. Das erste ist, wir sind sehr froh, heute einmal das Diogenes-Quartett vollständig zu Gast zu haben. Und die zweite Neuerung schließt sich dem gleich an. Aus Platzgründen haben wir dafür einen anderen Raum gebraucht und wir sind sehr froh, hier in der Jugendmusikschule in Gräfelfing untergekommen zu sein, in diesem schönen Saal, der uns für diese Sache genug Platz bietet. Ich möchte ganz herzlich begrüßen Christian Lehmann. Stefan. Ja, wir freuen uns sehr, dass du heute zu uns gekommen bist. Ich freue mich auch. Fein. Und du hast natürlich etwas mitgebracht, was uns noch viel mehr freut und was uns heute die ganze Sendung über begleiten wird. Und zwar ist das dein Buch Blauer Himmel, Blaue Wogen. Ich zeige es mal in die Kamera, wir blenden es auch gleich ein, was vor kurzem erschienen ist. Oder? Ist ja letztes Jahr erschienen. Das ist im Herbst letzten Jahres erschienen. Ja, sehr schön. Ich habe im Vorwort gelesen, dass das ja in Zusammenarbeit mit einer Ausstellung entstanden ist von Studenten von dir. Wie kam es zu dieser Idee, das zu machen? Wie bist du auf die Idee gekommen? Ja, die Uni München oder das Institut für Musikwissenschaft an der Uni München, wo ich einen Lehrauftrag habe, hat mich gefragt, ob ich ein Seminar anbieten könnte in Richtung Praxis, angewandte Musikwissenschaft. Das müssen die Studierenden der Musikwissenschaft auch machen. Also das heißt dann Programmheft schreiben oder eben auch eine Ausstellung machen. Und da hatte ich die Idee eben zu dem Thema Musikgeschichte am Starnberger See, Komponistinnen und Komponisten am Starnberger See, eine Ausstellung zu machen mit den Studenten zusammen. Kam nicht ganz von ungefähr, weil ich schon vorher mich mit dem Thema beschäftigt hatte. Genau, es gibt ja ein Vorläuferbuch sozusagen von diesem jetzt erschienenen Buch. Genau, es gibt ein Vorläuferbuch quasi, und zwar geht es um den Sänger Leoni, nachdem der Ort Leoni am Starnberger See, Teil der Gemeinde Berg, benannt ist. Und dieser Sänger Leoni, um den ranken sich schon seit, ja, kann man schon sagen, Jahrhunderten einige Legenden, dass er ein berühmter Hofopernsänger gewesen sei. Und da bin ich dann mal losgegangen und habe mal gesucht, wo der denn vielleicht auf der Bühne stand und in welchen Stücken, und habe fast nichts gefunden und kam dann darauf, dass er einfach ein Kapellsänger der Münchner Hofkapelle war und seine eigentliche Karriere dann die eines Gastwirts am Starnberger See war. Dass er sich nämlich nachdem er sich zur Ruhe gesetzt hat als Sänger, als Hofmusiker, hat er dann am Starnberger See eine Gastwirtschaft aufgemacht und die trug dann fortan seinen Namen und tut es auch heute noch. Also die Gastwirtschaft gibt es nimmer, aber es steht ein Hotel dort an der Stelle. Aha. Sehr schön. Ja. Das war quasi der Vorlauf, und dann war ich schon auf der Spur von der Musikgeschichte am Starnberger See, wo sich ja viele prominente Musiker getummelt haben, und dann lag das nahe. Mhm, toll, toll. Also das Buch fängt ja chronologisch an bei Orlando de Lasso, den wir jetzt aus Gründen, dass wir alle keine alten Musikfachleute sind, jetzt ein bisschen übergangen haben. Für uns fängt die interessante Geschichte sozusagen mit Mozart an, und lustigerweise mit Mozart in Bernried. Da gibt es einen Kanon, den wir jetzt ja gerade am Anfang gehört haben, der natürlich eigentlich für Chor ist. Der wohl von Mozart in Bernried hinterlassen wurde als Dankeschön für eine Wein- und Orgel- oder Orgel- und Weinprobe, aber vielleicht mehr... Oder Bier. Oder Bier, achso, ja. So die Legende. So die Legende. So die Legende, und Quelle für diese Legende ist einfach nur eine kleine, so große Steintafel, die in einer kleinen Kapelle in der Klostermauer von Bernried eingelassen ist, und auf dieser Tafel ist der Kanon Ave Maria eingraviert, und daher kommt die Geschichte, dass Mozart wohl in Bernried gewesen sei, und zwar im Jahr 1781, als er in München weilte, um da den Idomeneo-Uhr aufzuführen am Cuvillier Theater, dass er da mal nach Bernried gefahren sei, um eine, wie es heißt, Flaschen- und Orgelprobe vorzunehmen. Denn Bernried, das Kloster Bernried, hatte tatsächlich damals eine Brauerei, und das Bier wurde auch sehr gelobt. Und so liegt die Vermutung nahe, dass der Mozart vielleicht doch da hinausgefahren sein könnte. Auch deswegen, weil es nämlich einen Verbindungsmann gibt zwischen Bernried und Mozart. Das war der Sänger Valesi, der eigentlich Walleshauser hieß und aus der Nähe von Fürstenfeldbruck kam, aber wie es damals Mode war, als Sänger musste man sich italienisieren. Und dieser Valesi war nicht nur Hofsänger am Münchner Hoftheater und wurde von Mozart sehr geschätzt und auch im Idomeneo besetzt, sondern der Valesi war auch noch Hausverwalter des Klosterhauses des Klosters Bernried in der Sendlinger Straße in München. Also das Kloster hatte eine Dependance in München quasi, eine Zweigstelle. Und da hatte Valesi einen Nebenjob versehen und hat dort auch eine private Musikschule betrieben. Und naja, und so liegt es nahe, dass der Valesi vielleicht tatsächlich den Mozart mal eingeladen hat, nach Bernried hinauszufahren. Die Tafel kann man auch heute noch sehen. Die Tafel kann man auch heute noch sehen. Jetzt kommt natürlich der kleine Haken. Es gibt praktisch keinen handfesten Beleg dafür, dass er tatsächlich dort war. Und Musikwissenschaftler sind mehrheitlich der Meinung, dass es eher eine Legende ist, die zusammengereimt wurde. Aber wir haben immerhin einen prominenten Zeugen oder zwei, und zwar ist das der Engelbert Humperdinck, junger Komponist, damals als junger Komponist Kompositionsschüler von Franz Lachner, ja, den berühmten Hofkapellmeister Lachner, der großer Orchestererzieher war und Orchesterdirigent Münchner Hoftheater und der immer seine Sommerfrische in Bernried verbracht hat. Und der Lachner hat wohl, der Franz Lachner hatte auch noch ein paar Brüder, dem jungen Engelbert Humperdinck erzählt von der Geschichte des Mozart-Kanons, die dort in Bernried spielt, sodass Humperdinck an seinen Vater schrieb, schon Mozart war wohl hier und hat einen Kanon hinterlassen. Also die Geschichte ist doch recht alt, geht schon auf die 1870er Jahre zurück, jedenfalls nachweislich. Also vielleicht ist doch was dran. Vielleicht ist doch was dran. Spannend, sehr, sehr spannend, toll. Wie lange hat man damals gebraucht, wo es die Bahnlinie noch nicht gab, mit der Kutsche so? Ja, das war schon eine Tagesreise von München durch den Forstenrieder Park über Starnberg nach Bernried. Also das, ja, da braucht mehrere Stunden waren wir da unterwegs. Und nach der Flaschenprobe braucht man dann auch eine gute Übernachtungsmöglichkeit. Die es sicher auch gab. Und ich meine, Mozart war ja ein unternehmungslustiger Mensch, der viel unterwegs war und hatte viel Zeit damals in München. Also es ist schon denkbar, dass er das gemacht hat. Ja. Auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Und über den Herrn Lachner kommen wir schon zu unserem nächsten Stück. Ja, denn der Franz Lachner hat ja den Brahms in Bernried auch getroffen. Richtig, Franz Lachner war zum Teil auch mit seinen Brüdern Ignaz und Vinzenz jahrelang immer in Bernried in der Sommerfrische sehr bescheiden einquartiert im alten Schulhaus des Dorfschullehrers. Und hat wohl da im Jahr 1870 oder 1871 Johannes Brahms auch empfangen. Der ist dann mal zum Starnberger See hinausgefahren, hat Lachner besucht, die waren befreundet, auch musikalisch so auf einer Linie. Und Brahms hat da wohl Gefallen gefunden an der Gegend und hat dann 2, 3 Jahre später beschlossen, selbst auch mal seinen Urlaub am Starnberger See, nämlich in Tutzing, das ist ja nicht weit von Bernried, zu verbringen. Und da wurde eben auch unser Werk, was wir jetzt gleich hören werden, geschrieben. Wir werden jetzt den ersten Satz aus dem Arnold Quartett spielen. Nun wieder zurück in unserer kleinen Gesprächsrunde. Wie kam es denn dazu mit dem Brahms in Tutzing? Er war ja eben, wie du schon gesagt hast, bei den Lachners zu Besuch in Bernried, aber ist ja erst einige Jahre später dann wirklich in Tutzing abgestiegen. Wo genau? Ja, Brahms war eigentlich, hatte vor, seinen Sommer bei seiner guten Freundin Clara Schumann zu verbringen, aber da gab es irgendwie einen kleinen Konflikt und dann entschied sich Brahms wohl relativ kurzfristig, doch den Starnberger See aufzusuchen, den er schon kannte von seinen Besuchen bei Lachner oder von einem Besuch bei Lachner, und hat sich dann im Gasthaus Amtmann in Tutzing, einem schönen großen Haus, was auch heute noch steht, allerdings kein Gasthaus mehr ist, sondern in Privatbesitz ist, also als privates Wohnhaus dient, direkt am Seeufer eingemietet und hat dann auch eine begeisterte Postkarte geschrieben nach München, ich glaube an Levi, wie wunderbar das ist und wie schön es die Umgebung ist und wie gut es ihm gefällt. Es gab nur einen kleinen Haken, es gab ein Klavier im Gasthaus Amtmann, was ja eigentlich gut war, aber dieses Klavier war furchtbar verstimmt und in einem erbärmlichen Zustand. Und so hat Brahms dieses Klavier mitgemietet, aber nicht etwa um drauf zu spielen, sondern um es abzuschließen, damit nur ja niemand drauf spielt. Mhm. Und dann kam sein Freund Heinrich Vogl, der auch in Tutzing ansässig war, ins Spiel und sagte zu Brahms, er könne ja sein Klavier benutzen, und zwar in einem kleinen Pavillon, den die Vogels... Den sehen wir hier auf dem Cover des Buches. Richtig, genau. Einen kleinen Pavillon, den Heinrich und seine Frau Therese Vogl, ein berühmtes Sänger-Ehepaar, die vor allem als Wagner-Sänger, als Tristan und Isolde berühmt waren, am See gebaut hatten. Und da stand ein Klavier drin und Vogl bot Brahms an, dieses Klavier zu nutzen und darauf auch zu arbeiten und zu komponieren. Mhm. Toll. Und das... Die Lieder, die er geschrieben hat, sind auch wirklich da komponiert. Ja, also von Opus 59, den Liedern, zu denen das berühmte Regenlied gehört, aber auch das Lied Auf dem See, beziehungsreicherweise, die sind zum großen Teil in Tutzing in diesem Pavillon entstanden und wurden auch dort zum ersten Mal aufgeführt. Also quasi als die Tinte noch frisch war, sang Heinrich oder Therese Vogl diese Lieder mit Brahms am Klavier auf den See hinaus. Ja, tolle Vorstellung. Mhm. Ja. Wollen wir auch eins singen? Dann würde ich vorschlagen, wir singen das Lied Auf dem See, Opus 59 Nummer 2. Gerne. Was allerdings, wo man dazu sagen muss, es ist nicht auf Tutzing geschrieben worden eigentlich. Der Text von dem Dichter ist... auf den Genfersee gemünzt gewesen. Von welchem Dicht ist das? Das ist von Simrock. Mhm. Und dieser Text ist eigentlich auf den Genfersee gemünzt, aber Brahms hat es wohl in Tutzing auch ganz gut uminterpretiert. Natürlich, klar. Und das Lied war ja auch der Pate sozusagen für deinen Buchtitel Blauer Himmel, Blaue Wogen, dass du dir von diesem Lied genommen hast, den Titel. Genau. Also wir sind sehr gespannt. Und ihr zwei seid so lieb und spielt uns dieses Lied oder singt uns dieses Lied. Ja, die ersten Interpreten dieses Liedes, das Ehepaar Vogl, wahrscheinlich Heinrich Vogl mit Brahms am Klavier, waren ja eigentlich bekannte Wagner-Sänger, wie du schon erwähnt hast. Und Wagner war auch am Starnberger See. Richtig, Richard Wagner war ein paar Jahre früher, im Jahr 1864 am Starnberger See, am gegenüberliegenden Ufer in Kempfenhausen. Mhm. König Ludwig II. Hatte ihm da ein großes Haus angemietet, in dem er Wagner quasi einquartiert hat, sozusagen als Gefangenen im goldenen Käfig, und hatte ihm dafür großzügig alle Schulden erlassen und ihn jetzt dort eingesetzt als Artist in Residence, um vor allem den Tristan auf die Bühne zu bringen im Münchner Hoftheater. Und da haben wir wieder die Verbindung zu den Vogels, denn Heinrich und Therese Vogl waren dann lange Jahre die berühmtesten Tristan- und Isolde-Darsteller in München. Pikant ein bisschen, dass sie vor allem als Wagner-Sänger berühmt waren, aber mit Wagner persönlich gar nicht so gut auskamen. Da gab es immer wieder auch künstlerische Schwierigkeiten. Wagner war so ein bisschen genötigt, immer auf den Vogel zurückzugreifen, weil der Einzige war, der diese Partien singen konnte. Das gab es ja nicht so viele Tenöre. Und war aber eigentlich nicht so künstlerisch begeistert von ihm, aber er hatte keine große andere Wahl. Vogl war aber eher persönlich mit Brahms befreundet, der ja auch ein bisschen Antagonist oder also musikalischer Gegenspieler natürlich war von den Wagnerianern. Ja, die Heftigkeit dieser Auseinandersetzung kann man sich heute eigentlich gar nicht mehr so richtig vorstellen. Wir hören das als Musik einer Epoche und nicht eigentlich kaum als so starken Gegensatz. Ja. Und ich meine, so wie das auch bei Bülow war oder eben bei den Vogels, es gibt ja genug Interpreten auch der damaligen Zeit, die auf beiden Linien gut geschwommen sind. Richtig, und die zum Teil aber vielleicht auch ein bisschen zwischen den Fronten standen, also was man über Vogl sicher sagen kann, oder die Vogels beide und auch Bülow, der natürlich einerseits ein ergebener Wagnerianer blieb, andererseits hat Wagner eben die Frau ausgespannt, und ja, auch Bülow war etwas zwischen den musikalischen Fronten natürlich eingeklemmt zu seiner Zeit. An der Ostseite des Starnberger Sees, also in Berg, gab es aber noch andere namhafte Komponisten, die da, oder auch Künstler, die da abgestiegen sind. Also zum Beispiel ein halbes Jahrhundert später, war da ja Arnold Schönberg zu Gast. Genau, was die wenigsten wissen. Leider ist auch das alte Haus, in dem Arnold Schönberg in Berg abgestiegen war zur Sommerfrische im Jahr 1911, vor kurzem erst abgerissen worden. In meinem Buch ist noch ein Foto drin, was ich selber aufgenommen habe. Glücklicherweise irgendwie im Jahr 2017 oder 2018 habe ich das Foto noch geschossen, wo das Haus eigentlich auch noch im Urzustand war. Aber das war dann ziemlich baufällig und stand nicht unter Denkmalschutz, und so ist es heute leider weg. Naja, Schönberg hat sich also dort in dem Haus des Zimmerers Wiedel auch recht bescheiden im Jahr 1911 eingemietet, um seine Ruhe zu haben und in Ruhe zu arbeiten an verschiedenen Stücken. Und ja, und interessant ist eben auch, dass er dort am Starnberger See Wassily Kandinsky, den berühmten russischen Maler, zum ersten Mal getroffen hat. Also eine ganz große Begegnung der Moderne, kann man sagen, ein Funke der Moderne, der da gezündet wurde, dass diese zwei Protagonisten der modernen Künste sich da getroffen haben. Die sich aber vorher, also ohne sich wirklich persönlich zu treffen, ja wahrscheinlich in München schon einmal gesehen hatten, weil Kandinsky war, glaube ich, zu Besuch eines Konzertes von Schönberg. Gesehen hatten sie sich wohl nicht, aber Kandinsky hat am 1. Januar 1911 ein Konzert besucht mit Werken von Arnold Schönberg. Achso, aber Schönberg selber war gar nicht... Schönberg selber war dort wohl nicht anwesend. Da wurde ein Streichquartett von Schönberg gespielt und die Klavierstücke Opus 11. Und Kandinsky war so begeistert und gefesselt von dieser Musik Schönbergs, weil er darin eigentlich das, was er in der Malerei versucht hat zu verwirklichen, nämlich die Entfernung vom Gegenständlichen und die Hinwendung zum geistig Abstrakten, das hat er eben auch in der Musik Schönbergs erkannt. Mhm. Also er hat mir auch gleich geschrieben, glaube ich. Genau, er hat ihm dann gleich geschrieben, hat gesagt, lieber Professor Schönberg, was Sie da machen, ist der Weg in die Atonalität, das Verlassen der Tonalität ist quasi eine Analogie zu dem, was ich in der Malerei versuche, und wir müssen uns unbedingt vernetzen, würde man vielleicht heute sagen. Damals gab es noch kein Facebook und so, und deswegen hat es auch eine ganze Weile gedauert, bis sie sich dann persönlich getroffen haben. Und das war wohl am Starnberger See zum ersten Mal. Kandinsky lebt ja in Murnau und nahm dann die Gelegenheit wahr, als er erfuhr, dass Schönberg am Starnberger See war, haben sie wieder Briefkontakt aufgenommen, und Schönberg hat Kandinsky dann eingeladen, doch von Murnau mit dem Zug nach Tutzing zu kommen und in Tutzing in den Dampfer zu steigen und nach Berg rüber zu fahren. Dann haben sie sich wohl am Berger Dampfersteg zum ersten Mal gesehen. Toll, tolle Geschichte. Umso schöner, dass wir auch heute ein Werk, das ja eben ganz direkt diesen Einfluss auf Kandinsky ausgeübt hat, hören werden. Andreas, du wirst uns jetzt von den drei Stücken Opus 11 von Schönberg das erste spielen. Vielen Dank, Andreas, fürs Spielen. Jetzt haben wir diesen Schönberg, das erste der drei Stücke, also gehört. Und das hat ja Kandinsky nicht nur sehr gut gefallen, sondern auch inspiriert. Kandinsky setzte sich gleich am nächsten Tag hin und malte unter dem Eindruck dieses Schönberg-Konzertes, ein Bild, ein abstraktes Bild, auf dem man aber doch mit einiger Fantasie vielleicht Gegenständliches erkennen kann, vielleicht die Silhouette eines Flügels und einiger Menschen, und hat das Konzertimpression genannt. Und ja, es ist ganz interessant, dass eben dieses Prinzip der Abstraktion aber trotzdem noch eine gewisse Rückbindung ans Gegenständliche auf diesem Bild auch erkennbar ist, was vielleicht bei Schönbergs früher Phase auch der Fall ist. Also eine ganz schöne Parallele und Inspiration, die da stattgefunden hat. Ja. Wir haben eigentlich wenn wir das jetzt so heute hören, diese Musik, ist das Neue eigentlich immer noch erkennbar, finde ich. Ja. Vielleicht bei dem dritten Stück aus dem Zyklus noch mehr als bei dem ersten, aber das kann man sich immer heute noch vorstellen. Also vielleicht anders als, ich meine, für die Zeitgenossen Beethovens war eine Beethoven-Symphonie auch was ganz Neues und manchmal also auch sehr Überraschendes und Forderndes. Das ist für uns heute schwer nachvollziehbar, aber ich glaube, bei dieser Musik kann man das schon verstehen. Immer noch auch von heutigen Hörern natürlich, die eher wirklich in der Klassik zu Hause sind, eher konservativ sind, ist es natürlich immer noch fremde Musik in gewisser Weise, bis heute. Ja. Wollen wir zum Abschluss noch zu einer nicht fremden Musik kommen? Wir haben noch einen Komponisten, der zwar vom Namen nicht so bekannt ist, aber dessen Musik eigentlich sehr bekannt ist. Und alle Leute, die sich erinnern noch an die großen ZDF-Mehrteiler mit Raimund Harmstorff, der Seewolf und sowas, da gab es noch ein paar andere. 70er Jahre ist das, glaube ich. 70er Jahre, späte 70er auch dann. Dazu hat dieser Komponist die Musik geschrieben. Das war der Hans Posegga. Der war auch in Berg am Starnberger See wohnhaft. Das ist eigentlich so der einzige in meiner Galerie, der tatsächlich am Starnberger See dauerhaft gewohnt hat. Der hat eigentlich, kam eigentlich aus der Berliner Gegend und hat dann seine Jugend im Ruhrgebiet verbracht und hat dann Starnberger See gesucht, einfach als Ort des Rückzugs und ländliche Abgeschiedenheit, um dort in Ruhe arbeiten zu können. Und hat eben auch die Titelmusik zur Sendung mit der Maus geschrieben, die noch am Schluss dann noch spielen wird. Also diese und viele, viele weitere ganz, ganz interessante Geschichten sind in diesem Buch drin. Es ist ganz, ganz empfehlenswert. Wir blenden das auf jeden Fall unten ein und auch die ISBN-Nummer und so weiter, sodass die interessierten Zuhörer das auf jeden Fall kaufen können. Sogar mit Wandervorschlägen. Sogar das, also es gäbe die Möglichkeit, eine musikalische Wanderung um den See zu machen. Man kann sogar mit seinem Smartphone auf eine Spotify-Liste kommen, auf der Musiktitel sind, die zu den Stationen, die in dem Buch vorkommen. Man kann also dort auch vor Ort, wenn man Verbindung, wenn man Netz hat, die Musik, die dort geschrieben worden ist, auch hören. Das ist ganz toll. Also vielen, vielen Dank, dass du da warst. Was ich jetzt noch als letzte Frage natürlich hätte, gibt es denn ein Anschlussprojekt? Es gibt ja im Badischen Lande noch viele Seen, die vielleicht ähnlich interessant sind. Ich habe keine Ahnung, wann kommt der Ammersee, wann kommt der Chiemsee mit seinen Komponisten und seinen musikalischen Geschichten raus, weil das natürlich eine unglaublich interessante Kombination ist. Der Ammersee wäre sicher ergiebig, aber ich bin eben am Starnberger See quasi heimisch und deswegen hat das schon einfach auch lokale, ich will nicht sagen lokalpatriotische, aber doch einfach damit zu tun, dass ich mich auskenne in der Gegend und dass ich da viele Orte schon immer kenne und gewusst habe, dass es da was drüber zu erzählen gibt. Also ich denke, ich werde mich mit der Regionalmusikgeschichte jetzt nicht mehr so viel beschäftigen, aber es gibt ein literarisches Anschlussprojekt sozusagen, also nicht Anschlussprojekt, sondern ein neues literarisches Projekt, was ich für das Jahr 23 vorhabe, weil im Jahr 23 da jährt sich nicht nur zum 200. Mal die Komposition der Schönen Müllerin von Franz Schubert, sondern auch die Erstveröffentlichung der Gedichte zur Winterreise von Wilhelm Müller, also sozusagen ein Doppel-Müller-Schubert-Jubiläum. Und dazu möchte ich was schreiben, und zwar speziell zu einem Lied, an dem sehr viel hängt und an das sehr viel geknüpft ist, und mehr wird nicht verraten. Mehr wird nicht verraten. Wir sind sehr, sehr gespannt. Wir laden dich dann 2023 auf jeden Fall wieder ein. Das würde mich natürlich freuen. Wenn du das Buch vorstellen möchtest. Da gäbe es dann vielleicht auch was zu singen. Das ist doch ein guter Ausblick. Also lieber Christian, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es war sehr schön, war sehr, sehr interessant, und wie gesagt, dieses Buch ist sehr, sehr lesenswert. Eine sehr, sehr schöne Idee. Danke. Liebes Publikum, bleiben Sie uns treu, schalten Sie nächsten Freitag wieder ein, und wenn es Ihnen heute gefallen hat, teilen Sie es weiter. Ich glaube, es ist für viele ein sehr interessantes Programm heute gewesen. Bis bald.